Until Dawn Folge 15, wir folgen diesen wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es älteren Herrn. Ja, da könntest du echt lange schießen. Was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Wir mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Sei denn, man brennt sie zuerst weg. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Ja, und wie folgen sie Zeiten? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Hab ich nicht gefragt. Warum nicht? Profi-Bendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie könnte nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja. Ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Oh. Schade, du hast keine andere Wahl. Oh nein! Verdammt, was soll das? Er ist weg! Wir sind zu spät! Still! Wir müssen weg. Sofort! Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen! Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut. Von deinem ganzen Körper, Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst, einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Na los, Chris. Alter! Lauf! Los, los, los! Großer Gott, was ist das? Zurück! Zurück! Gott verdammt! Wir sind zurecht entschieden. Wir müssen weg hier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Au! Renn weiter, Junge. Scheiße. Feuer mögen sie nicht. Aber jetzt... Und das war Josh. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja.
Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Sind das denn mehrere? Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist es? Ich war da unten. Das war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Hä? Was ist das? Ash. Oh mein Gott. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat... Ich weiß, was ich jetzt denke, und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Das ist doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike? Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily, du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da in Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Oh, okay. Oh, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, Em! Mike, bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nein. Nicht für uns! Ich tu das nicht! Es tut mir so leid. Nee. War bestimmt ein Fehler, aber... Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Den mache ich dann gern. Vielleicht. Status-Update? Bei Samantha. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Fuckety fuck, fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay?
Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Da ist der schon mal allein mit drei Mädels und dann so eine Scheiße. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Hat's versucht. Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. So. Nur wenige Menschen haben es geweiht, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte oder du wirst... Der Kerl ist ja Alter! Besessen. Oder wirst mit dem Tod bestraft. Das wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg im heftigen Wintersturm. Wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist Besitz von ihm. Entschuldigung, zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos mohren, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnahmen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen, werden milchig und weiß. Dann verlängert sich die Zähne wie Reißzähne, die Haut. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über die Knochen. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Kri. Ihre Schamanen erzählten Geschichten von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm... Das hat alles eine lange Geschichte. Danke. Der Stamm respektierte den Bergen alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde in Kri heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Krieg glaubten, es würde Unglück bringen, ein Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten sich ihre Berggründe woanders. 1893 kamen die Bergleute, sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Krieg sagten, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Erstmal gucken. Achso. Das lesen wir uns ja durch. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo... Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer, er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos, Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen. Bleib immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erlegt, Messer oder Kugeln können ihr nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer, das ist die beste Waffe. Feuer und hüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche ihn nicht zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt und habe sie mit Fallen gefangen gehalten und mit Feuer in Käfig getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Lila benutzt, von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Eine nach der anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Nein. Was ist denn? Was steht da? Ich durfte es noch nicht lesen. Hier steht, dass der Biss... Na. Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft. Was will man mit Romantik? Dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. Oh, I'm sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Da steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Er hat mich geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair, sie hatte Angst.
Ich bin es, die Angst tut hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Tut mir leid. Tut mir so leid. Scheiße. Shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Puh. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Das ist ein Inneres, oder? Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Hä? Psycho, der Alte. Warum hast du sie verletzt? Es bist du selbst, den du verabscheust. Du hast es doch schon zugegeben. Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Mhm. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit einer Nacht der grausamen Folter. Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor etwas, das schlimmer ist als der Tod selbst. Dich als Psychologen zu haben? Würde ich sagen, wir machen hier mal wieder einen kleinen Cut. Diesmal mit Verabschiedung. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ich denke mal, es wird nicht mehr so lange gehen, das Spiel. Bis dahin, haut rein.